Ja, schönen guten Tag, meine sehr verehrten Gäste. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Webinar mit dem Schwerpunkt Recycling. Mein Name für diejenigen, die bei den ersten beiden Webinartagen nicht dabei waren, ist Matthias Fischer. Ich verantworte hier bei Fagus Grecon den Vertrieb. Ich freue mich sehr, Sie als Moderator hier begrüßen zu dürfen und begrüße natürlich auch ganz besonders unsere Marktbegleiter, die durchaus an den beiden letzten Tagen zahlreich vertreten waren. Wir haben sehr offen darüber diskutiert, ob wir Marktbegleiter auch mit in die Veranstaltung lassen und haben uns dafür entschieden. Natürlich ein bisschen auch in der Annahme, dass wir dann an den Veranstaltungen unserer Marktbegleiter auch teilnehmen dürfen. Bevor wir anfangen, erlauben Sie mir einige Hinweise. Heute ist bereits der dritte Tag von drei Webinartagen. Wir werden auch heute wieder zwei Vorträge erleben. Bitte benutzen Sie Ihre Chatbox. Ich habe eine Frage und eine Bitte zu den Chatboxen. Die Bitte wäre, um die Nutzung dieser Chatbox auch mal zu testen. Schreiben Sie doch bitte mal rein, ob Sie mich gut sehen und hören können. Und die Frage ist, und ich werde Ihnen am Ende der Veranstaltung die Auflösung natürlich auch geben. Die Frage ist, wenn beim Lämmerhüppen der Ackerschnacker aus der Tasche fällt, was ist das dann? Also wer das weiß, der möge das bitte in die Chatbox schreiben und am Ende werden wir den Fall auflösen. Die Mikrofone und die Kameras sind ausgeschaltet, von allen Zuhörern. Alle Fragen werden wir am Ende der jeweiligen Präsentation beantworten. Und noch eine Bitte, bitte bleiben Sie am Schluss der Veranstaltung im Programm. Wir leiten Sie dann weiter auf eine kleine Umfrage, um Ihre Anregungen und Verbesserungsvorschläge oder andere Dinge beim nächsten Mal auch berücksichtigen zu können. Ja, kommen wir nun zum ersten Vortrag. Er trägt heute den Titel Höchste Sicherheit für sensible Unternehmensdaten durch mobile Aktenvernichtung. Unsere Referentin ist heute Sabine Klaassen. Frau Klaassen leitet das nationale Key Account Management bei der Firma Reiswolf. Wir freuen uns jetzt oder ich freue mich jetzt sehr auf Ihren Vortrag. Frau Klaassen, die Bühne ist Ihre. Willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute referieren darf und einen kleinen Exkurs mit Ihnen vornehmen kann im Sinne des Datenschutzes. Auch um mich selbst nochmal vorzustellen, mein Name ist Sabine Klaassen. Wie Herr Fischer schon sagte, ich leite das bundesweite Key Account Management bei der Reiswolf International. Zu kurz zu meiner Person. Ich arbeite relativ lange schon im Vertrieb. Ich komme auch ursprünglich im Kerngeschäft aus dem Bereich der mobilen Aktenvernichtung, war lange Jahre als zivile externe Beraterin des Militärs im In- und Ausland beschäftigt und habe mich tatsächlich in meinem Berufsleben dem Thema Datenschutz verschrieben. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass ich Sie jetzt so ein ganz kleines bisschen mitnehmen kann und Sie daran teilhaben lassen kann. Ich zeige Ihnen einmal ganz kurz auf, womit wir uns in den nächsten 20 Minuten beschäftigen. Das ist die DIN 66399. Herr Fischer hat mich schon abgeholt dazu, dass natürlich aus der Branche viele Teilnehmer jetzt gerade zuhören. Das heißt, für viele ist es eine kleine Auffrischung, ein kleiner Reminder. Für manche ist es vielleicht noch ein ganz kleines bisschen neu. Dann geht es natürlich zentral als Haupttopic meines Vortrags um die mobile Aktenvernichtung. Wir werden uns die Vor- und Nachteile angucken. Wir werden darüber sprechen, weil Sie werden was dazu hören. Was ist der Unterschied zwischen mobiler Aktenvernichtung im Verhältnis zur Inhouse-Aktenvernichtung? Und dann gibt es, meiner Vergangenheit geschuldet, nochmal einen ganz kleinen Exkurs, weil wir uns gemeinsam die Frage stellen, wie handelt eigentlich die Bundesrepublik Deutschland selbst im Bereich der Akten- und Datenträgervernichtung. Wie angekündigt, einmal ganz kurz back to basics. Das heißt, wir gucken einmal gemeinsam in die DIN 66399,
die für die Branche, in der wir tätig sind, natürlich die Grundlage allen Handelns und Tuns ist. Das heißt, das sind die Spielregeln, nach denen wir agieren, nach denen Kunden ihren Schutzbedarf feststellen und auf Basis derer natürlich auch dementsprechend im Bereich der Vernichtung von Datenträgern, welcher Art auch immer, umgegangen wird. Jedes Unternehmen ist Produzent von Daten. Das heißt, jeder muss sich natürlich zu irgendeinem Zeitpunkt im Lifecycle eines Datums, wie auch immer es denn dann auch als, auf dem Speichermedium verzeichnet ist, darüber Gedanken machen, was mache ich denn danach damit? Also was mache ich währenddessen? Wie speichere ich? Was tue ich? Und was mache ich, wenn der Lebenszyklus meines Datums am Ende angekommen ist? Da gewährleiste ich eine ganz sichere und geschützte Vernichtung der Daten. Da ist die DIN 66399 unterstützend. Die setzt sowohl Schutzklassen als auch Sicherheitsstufen in Beziehung zueinander und gibt damit die Grundlagen und die Leitplanken fürs Handeln beim Thema Akten- und Datenträgervernichtung. Ich habe das hier noch mal einmal ganz kurz aufgeführt. Es gibt in der DIN 66399 drei Schutzklassen und sieben Sicherheitsstufen. Die Schutzklassen regeln den Umgang vor, bei und während der Vernichtung. Das heißt, man kann sich die Kernfrage stellen, welche Mittel und Maßnahmen werden auf den Plan gerufen, um die Daten im Vernichtungsprozess zu schützen. Die Sicherheitsstufe im Verhältnis dazu bezeichnet die Partikelgröße, das heißt, wie groß ist nach der Vernichtung jeder einzelne Partikel der vernichteten Daten. Da geht es natürlich auch darum zu überlegen, welche Datenträgerarten gibt es, ob das jetzt Papier ist, ob das Festplatten sind, Bänder, wie auch immer. Da kann man natürlich auch nochmal in der DIN 66399 nachlesen. Wir hatten uns in der Vorbesprechung dazu entschieden, dass es wirklich nur nochmal als kleiner Reminder ist. Wenn da natürlich Rückfragen noch zu sind, bin ich selbstverständlich auch nach der Veranstaltung gerne noch bereit, offene Fragen zu beantworten. Das, womit wir uns zentral beschäftigen, ist wirklich der Prozess der Datenträgervernichtung. Was Sie hier sehen, ist ein Auszug aus der DIN 66399 mit den verschiedenen Prozessvarianten. Das heißt, wie werden Daten überhaupt vernichtet? Die DIN setzt drei Prozessvarianten fest. Das bedeutet einmal die Inhouse-Variante, das heißt die Aktenvernichtung mittels eigenem Personal und eigenen Maschinen. Die Variante 2, das ist die mobile Aktenvernichtung, sprich die Vernichtung von Daten vor Ort. Das ist auch natürlich Kern dieser Präsentation. Und die dritte Variante ist dann die Vernichtung extern bei einem eingesetzten Dienstleister. Das bedeutet, Sie sammeln Ihre Daten, wie das in der Branche gewöhnlich ist, natürlich in Sicherheitsbehältern. Und dann wird das Ganze getauscht und abgeholt und im Betrieb des entsprechenden Dienstleisters der Vernichtung zugeführt. Ich möchte Ihnen ganz gerne einmal den mobilen Prozess beschreiben. Das sehen Sie einmal hier. Das heißt, wie geht das Ganze überhaupt vonstatten? Das heißt, wir sammeln die Daten. Es gibt dann einen entsprechenden Termin, ob auf Abruf oder gesetztenfalls auch im festen Turnus. Das Ganze wird ausgelesen. Das heißt, der Mitarbeiter des Dienstleisters verbringt die Sicherheitsbehälter zum Schredderfahrzeug. Das Ganze wird gecheckt, es wird entriegelt, wird dann in eine Abkippvorrichtung gegeben, wird entleert und zerkleinert, direkt beim Kunden vor Ort. Ist zu keinem Zeitpunkt in diesem Prozess, ist natürlich klar, wenn man die mobile Aktenvernichtung bucht, dann hat man natürlich sowieso schon ein gesteigertes Schutzempfinden. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt in dem Prozess kann ein fremder Dritter auf die Daten zugreifen. Das bereits geschredderte Material wird dann zum Vernichtungsbetrieb, also zum Standort des Dienstleisters überführt und dort dem Recycling zugeführt. Und ganz klar im Sinne der Dokumentation der Datenschutzgrundverordnung gibt es hinten raus dafür auch noch ein Zertifikat. Damit man mal eine kleine Vorstellung davon bekommt, wie so ein Schredderfahrzeug überhaupt aussieht, habe ich hier mal Fotos mit aufgeführt von einem Reiswolf-Mobilschredder. Das ist ein 40-Tonner. Ist also kein kleines Gerät, hat natürlich dementsprechend aber auch einen sehr, sehr hohen Durchsatz pro Stunde. Das bedeutet, bei einer Sicherheitsstufe P4 ist der Durchsatz in der Stunde ungefähr 1,5 Gewichtstonnen. Das heißt, das ist das, was beim Kunden vor Ort vernichtet werden kann. Wie Sie das hier auf dem dritten Bild sehen, ist hinten die Abkippvorrichtung. Wir haben ein anhebbares Dach, das heißt, damit der Neigungswinkel natürlich ganz klar vom Behälter entsprechend abgekippt werden kann. Es geht ein Rollo runter und es ist ein komplett geschlossener Prozess.
was kann so ein Mobilschredder? Das heißt, der kann Papier, der kann Festplatten, der kann stationär vernichten. Das heißt, wir setzen unsere Flotte auch für die stationäre Vernichtung ein, um mögliche Engpässe bei sehr viel zu Papier zu laufen, auch ein bisschen zu überbrücken. Das heißt, wir arbeiten dann im Doppelschichtbetrieb. In der Nacht wird dann auch noch mit den Mobilfahrzeugen geschreddert. Wir können die Schutzklasse 2, die Schutzklasse 3 gewährleisten und eben hier die Sicherheitsstufen im Bereich der Festplatten zwischen H2 und H5 und in der mobilen Aktenvernichtung die Sicherheitsstufe P3 bis P7. Das ist jetzt noch mal einmal ein Thema, das auch mein nachfolgender Referent, auf das er noch mal näher eingeht. Es ist natürlich nicht nur entscheidend, wenn man die mobile Aktenvernichtung bucht, dass das ganze Thema sicher ist für die Daten, sondern auch sicher für Sie und Ihr Unternehmen. Das heißt, natürlich werden solche Shred Units so konstruiert, dass der Brandschutz gewährleistet ist. Es gibt automatische Löschsysteme, Funkenerkennung, Staubreduktion. Das bedeutet, nicht nur Ihre Daten sind geschützt, sondern halt auch eben, wenn Sie großes Gerät auf den Hof lassen, haben wir natürlich auch alle Mittel und Maßnahmen und auch andere Dienstleister alle Mittel und Maßnahmen aufgewendet, um eben die Sicherheit vor Ort zu gewährleisten. Das heißt, wir arbeiten da sehr, sehr eng mit Fagos Grecon zusammen. Wir nutzen auch die Funkenerkennung als Beispiel von Fagos Grecon. Das heißt, zu keinem Zeitpunkt gibt es da in irgendeiner Form eine Brandgefahr und oder. Das ist ein komplett geschlossener Prozess mit Warnsystemen, wo da auch ganz klar ist, es ist eine Frage, die Kunden sehr, sehr häufig stellen, wo sie sagen, naja, wenn das geschreddert wird, was ist denn, wenn das brennt und sie sind bei mir auf dem Gelände und. Da sind natürlich alle Mittel und Maßnahmen aufgewendet, um dieses Szenario natürlich ganz klar zu vermeiden. Wie gesagt, das übergebe ich aber nochmal detailreich an meinen nachfolgenden Referenten. Natürlich hat die mobile Aktenvernichtung eine ganze Menge Vorteile. Der ganz klare Punkt ist, und das werden wir auch als Dienstleister immer wieder gefragt, wenn es darum geht, welche Schutzklasse und Sicherheitsstufe buche ich? Ich bin Datenproduzent, wie gehe ich damit um? Was mache ich? Wie handhabe ich das Ganze und wie stelle ich heraus, was ich jetzt tun muss? Und da ist die ganz klare Antwort, das steht nirgendwo. Das heißt, Sie sind als Datenproduzent ganz alleine dafür verantwortlich, Ihren individuellen Schutzbedarf festzusetzen, wie sich sicher aus dem Umstand ergibt, dass die Aktenvernichtung und Datenträgervernichtung mobil vor Ort passiert, ist das natürlich Stand jetzt, Stand der Technik, die risikoärmste Dienstleistung, die man für die Datenträgervernichtung buchen kann. Sie können sich jederzeit davon überzeugen, dass das Material bei Ihnen vorschriftsmäßig vernichtet wird. Nichts verlässt unbehandelt Ihren Einflussbereich. Das kommt natürlich nicht wahnsinnig häufig vor, aber wenn man sich, wie gerade angezeigt, für die Prozessvariante 3, die stationäre Vernichtung, entscheidet, besteht natürlich trotzdem immer noch ein Restrisiko, was den Transport betrifft. Ob es ein Unfall ist, ob es Diebstahl ist, und da kann man natürlich ganz sicher sein, wenn man die mobile Aktenvernichtung bucht und seinen Schutzbedarf entsprechend festsetzt, verlässt kein Dokument das Firmengelände ungeschreddert. Sie kommen natürlich Ihrer Verpflichtung zur Dokumentation des Artikel 28 DSGVO jederzeit ohne größeren Aufwand nach. Das heißt, Sie können sich jederzeit davon überzeugen, dass der durch Sie beauftragte Dienstleister seinen Pflichten zur Einhaltung eben all der Regeln, die uns nun umgeben im Sinne des Datenschutzes, dass der Dienstleister das Ganze auch einhält. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Prozess zu stoppen. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, auch dem Prozess beizuwohnen. Das mobile Schredderfahrzeug ist ausgestattet mit Kameras. Das heißt, die eine Kamera ist gerichtet auf den Shred-Prozess. Die andere Kamera befindet sich im Truck-Aufbau, sodass jederzeit ganz klar der Prozess verfolgt werden kann. Natürlich, wie jetzt gerade im nächsten Punkt, die Schutzklasse 3+, die gibt es natürlich nicht. Es geht von 1 bis 3. Aber der Unterschied natürlich zwischen Schutzklasse 2 und Schutzklasse 3, ist der Timeframe, in dem die Aktenvernichtung oder Datenträgervernichtung erfolgt. Das heißt, die Schutzklasse 2 sagt taggleich und die Schutzklasse 3 sagt quasi bis zum Abend um 12 Uhr. Das heißt, wir haben, wenn man die Schutzklasse 2 hat, man natürlich im gesicherten Bereich des Dienstleisters, aber man hat natürlich noch das Restrisiko, was ist, wenn doch eingebrochen wird oder. Bei der mobilen Aktenvernichtung ist ganz klar, das Ganze erfolgt nicht mit Wartezeit, sondern tatsächlich sofort.
Das heißt, die Sicherheitsbehälter werden dem Dienstleister übergeben, in die Abkippvorrichtung gestellt, abgekippt, geschreddert und dann ist das Ganze natürlich direkt über die Bühne. Ne? Nachverfolgt, dokumentiert und unmittelbar. Dann geht es natürlich darum, es gibt natürlich sehr, sehr viele Branchen, die einem besonderen Schutzbedarf unterliegen. Wir sprechen jetzt hier einmal von den Berufsgeheimnisträgern als Beispiel. Das Strafgesetzbuch, der Paragraph 203, setzt ganz klar die Regeln fest. Das ist auch ein Strafgesetz, ganz klar fest, wie gehen Berufsgeheimnisträger mit der Akten- und Datenträgervernichtung um. Na, das bedeutet natürlich, klar, es ist bis Verlust der Zulassung, bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe, weil der Produzent der Daten ist bis zur finalen Vernichtung und darüber hinaus verpflichtet, sein Berufsgeheimnis zu wahren. Das heißt, wenn ich ein Arzt bin, ein Steuerberater, ein Wirtschaftsprüfer, ein Anwalt, dann bin ich zu keiner Zeit befugt, die mir anvertrauten Geheimnisse offenzulegen. Das bedeutet auch bei und während und nach dem Thema der Aktenvernichtung, ganz klar. Wenn man die mobile Aktenvernichtung bucht, ist man natürlich auf der sehr, sehr sicheren Seite. Das heißt, es ist natürlich eine offenbarungsfreie Dienstleistung. Und es gibt da auch natürlich mittlerweile die Ergänzung zur Datenschutzgrundverordnung. Also jedes Bundesland ist befugt, natürlich die Grundregeln der DSGVO einzuhalten, darf aber landbezogen, bundeslandbezogen, die Grundregeln, sage ich jetzt mal, ergänzen. Und da ist sehr typisch, also die Bayern sind immer ganz, ganz weit vorne mit allem Möglichen, was das Thema Datenschutz betrifft. Und da gibt es eine klare Empfehlung, zum Beispiel vom Bayerischen Landesbeauftragten für das Thema Datenschutz. Der sagt, für Krankenhäuser, also auch hier natürlich der Umkehrschluss zu den Berufsgeheimnisträgern, ist die mobile Aktenvernichtung die einzige Alternative zur Inhouse, also zur selbstgestalteten Aktenvernichtung durch das Krankenhauspersonal. Bestenfalls wahrscheinlich in der Wahrnehmung durch den Arzt und den Datenproduzenten selber. Die Inhouse-Aktenvernichtung hat aber tatsächlich, ich sag mal, einige Kniffe und Knicke, die man tatsächlich beachten muss. Die mobile Aktenvernichtung ist im Verhältnis eine ganz klare Alternative zur Inhouse-Vernichtung. Das heißt, im Prinzip sind die Rahmenbedingungen relativ gleich gesteckt. Nichts verlässt unbehandelt das Haus. Aber die Frage, die sich jeder Datenproduzent stellen muss, ist, wenn ich die Aktenvernichtung selber durch mein eigenes Personal durchführen lasse, wie gehe ich damit um? Wie werden Daten gespeichert? Wie werden Daten aufbewahrt? Das heißt, es hat nicht jeder Mitarbeiter einen Schredder unterm Schreibtisch. Es gibt manchmal Etagenvernichter, auf die mehrere Mitarbeiter zugreifen. Wo lagere ich dann die Daten so lange, bis sie der Vernichtung zugeführt werden? Dann muss ich mir natürlich die Frage stellen, wie steht der Kosten-Nutzen bei der ganzen Situation? Das bedeutet, wenn ich mein eigenes Personal einsetze, dann habe ich natürlich, ich sag mal, Ressourcen auf der Uhr, die ganz klar nicht für die Aufgaben verwendet werden, die meine Mitarbeiter eingesetzt sind. Das heißt, eine Menge Risiken natürlich, die die Inhouse-Vernichtung mit sich bringt, wie man sich sicher vorstellen kann. Ich glaube, jeder hat das schon mal gemacht, hat so einen kleinen Handaktenvernichter, da gehen 2, 3 Blatt rein. Ich schleuse das Ganze da durch, ist aber im Sinne der Dokumentationspflicht tatsächlich ein ganz kleines bisschen tricky. Na, es gibt natürlich ganz viele ganz einschlägige Hersteller, die natürlich um Gottes Willen alle ihre Daseinsberechtigung haben. Aber was ganz viel unterschätzt ist, sind natürlich auch die Instandhaltungs- und Folgekosten. Das heißt, die Messer werden stumpf, ich muss Messersätze austauschen, meine Mitarbeiter schulen, ich muss eine Risikobewertung machen. Was ist im Schadensfall, wenn doch jemand mit dem Finger da reinkommt oder was passiert, wenn das Ding anfängt zu kokeln? Das heißt, es sind ganz, ganz viele Fragen, die man sich stellen muss, wenn man die Akten- und Datenträgervernichtung nicht in Eigenregie durchführt, natürlich in ein Fachunternehmen gibt, was sich eben wirklich explizit und fokussiert mit diesen Themen beschäftigt und auskennt. Ich habe Ihnen da mal eine ganz kleine Beispielrechnung, die finde ich sehr, sehr spannend. Ich habe das natürlich nicht mit exakten Werten verhaftet hier an dieser Stelle. Ich habe das mal mit einer Frau Hauptmann gemeinsam durchkalkuliert in meinem vorherigen Beruf. Und da haben wir uns einfach mal die Frage gestellt, okay, was kostet denn der ganze Spaß im Verhältnis? Das bedeutet, was kostet es Sie als Datenproduzent, wenn Sie im eigenen Unternehmen, ist jetzt egal, ob es die Bundeswehr ist oder ob es ein Wirtschaftsunternehmen ist oder eine Versicherung, ist ganz egal. Was kostet uns das eigentlich, wenn unsere eigenen Mitarbeiter das Ganze durchführen und wir das nicht extern vergeben? Das heißt,
wir haben mal eine Beispielrechnung, ein Leitsordner, diese ganz normalen 8 cm Leitsordner, die Sie alle kennen und alle im Office stehen haben, hat laut Hersteller 600 Blatt und wiegt im Durchschnitt 2,3 Kilogramm. Und ein handelsüblicher Handaktenvernichter nimmt meistens so 4 Blatt auf. Das heißt, wenn ich einen Ordner, nur so im Verhältnis, ne, man stellt sich selten an Schredder und schreddert den ganzen Ordner durch, aber wenn man sich einfach nur diese Menge an Papier mal vorstellt, müsste ich 150 Mal die Eingabebewegung machen, um die Menge eines Leitsordners zu schreddern. Das heißt, pro Vorgang brauche ich dann ungefähr 20 Sekunden. Das heißt, ich brauche, um ein Akten, die Menge, die in einem Aktenordner enthalten sein kann, ungefähr eine Stunde, um das Ganze zu vernichten. Wenn der Mitarbeiter im Vollkostensatz pro Stunde durchschnittlich 30 Euro kostet, dann kann ich mir ganz klar sagen, okay, ne, ein Ordner wiegt 2,3 Kilo, dann kostet mich ein Kilogramm ungefähr 13 Euro. Plus natürlich ganz klar die Zeit und den Ressourcenverlust, den ich natürlich gegenüberstellen muss. Das heißt, was hätte der Mitarbeiter in der Zeit für mein Unternehmen leisten können, wo er nicht damit beschäftigt war, seine Akten zu vernichten in diesem Zuge. Okay, dann nochmal gebe ich ein ganz kleines bisschen Gas. Wie angekündigt am Anfang habe ich gesagt, okay, wie handelt denn die Bundesrepublik Deutschland selber? Das heißt, wie vorhin angekündigt, es gibt ja keine klaren Spielregeln. Es gibt keine Verfahrensanweisung, die uns allen sagt, das ist der Schutzbedarf, Sie sind Branche XY. Die Spielregel ist, Sie gehen bitte so und so und so mit Ihren Daten um im Sinne der Akten- und Datenvernichtung. Das sieht bei unserer Regierung und allen dem Staat angeschlossenen Stellen ein bisschen anders aus. Nämlich, da gibt es ganz klare Spielregeln. Das heißt, da ist die mobile Aktenvernichtung für den Bereich der Akten- und Datenträgervernichtung verpflichtend. Ich habe Ihnen das kurz mal untereinander geschrieben, damit Sie mal sehen. Also der Name der Spielregeln ist BSITL M50. BSI für Bundesamt Sicherheit in der Informationstechnik. Und da ist exemplarisch für die Daten, die der deutsche Staat, ob das jetzt die Bundeswehr ist oder Land und Bund, wie auch immer, bei dem eingestuften Material produziert, wird ausschließlich mobil vor Ort in der Sicherheitsstufe P6, P7, Schrägstrich, Schutzklasse 3 vernichtet. Das heißt, was für den Staat gilt, gilt für uns alle noch lange nicht. Aber wir müssen uns natürlich die sehr blasphemische Frage stellen, sind unsere Unternehmensdaten und Berufsgeheimnisse und Daten von Betroffenen im Sinne der DSGVO nicht so schützend wert wie Dienstpläne und Schriftverkehr der Bundeswehr? Und als ich in dem Bereich gearbeitet habe, war völlig klar, also die haben so einen Briefkopf, wo immer ganz klar ist, in welcher Einstufung bewegt sich dieses Dokument. Wenn das irgendeine Blitzbirne da nicht rauslöscht, dann ist sogar ein Essensplan vom Bundeswehr-Casino plötzlich eingestuftes Material und wird entsprechend mit der Schutzklasse 3 Sicherheitsstufe P6 mobil vernichtet. Das heißt, wenn Sie in Ihre Unternehmen zurückgehen und mal anmorsen und mal nachfragen, in welchem Schutzbedarf Sie die Akten- und Datenträgervernichtung durchführen und sich das mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, glaube ich, dass für alle die mobile Aktenvernichtung zumindest ein denkenswerter Prozess ist, der auch ganz klar am Markt im Vormarsch ist. So, und jetzt hätten Sie die Gelegenheit, noch Fragen zu stellen, wenn Sie das möchten. Ja, vielen Dank, Frau Klaassen. Sehr interessant. War mir ehrlich gesagt gar nicht so richtig bewusst, dass es so ist, wie es ist. Es gibt eine Frage, oder die erste Frage ist, was kostet so ein mobiles Aktenvernichtungssystem von Ihnen? Der Truck selber? Tja. Also wer das gefragt hat, das ist jetzt die Frage, einmal Daumen hoch. Also wir führen nur die Dienstleistung durch. Das ist eine Eigenentwicklung, die wir durchgeführt haben mit einem Partner. Und wir verkaufen die Trucks nicht. Also wir kaufen die Trucks selber. Wir haben mit unserem Fahrzeugbauer gemeinsam den Truck entwickelt und führen damit ausschließlich die mobile Aktenvernichtung bei unseren Kunden durch. Wir sind nicht der Produzent und Hersteller der Trucks. Sag nochmal bitte. Ja, also scheinbar richtete sich die Frage nach dem Truck, aber das hat sich ja insofern damit beantwortet, dass dieser Truck nicht käuflich zu erwerben geht.
Also man kann als User dieser Dienstleistung halt nur die Dienstleistung in Anspruch nehmen und dann wird die von der Firma Reiswolf ausgeführt. Korrekt. Wenn man das Ganze jetzt weiter treibt, diese Frage, dann könnte ja die nächste sein, ja, was kostet das denn, wenn ich Sie beauftrage, hierher zu kommen? Kann man da so ein Budget sagen, so einen Daumenrichtwert? Ja, also ich denke, das, was man natürlich berücksichtigen muss, ist, dass die mobile Aktenvernichtung in jedem Fall teurer ist als die stationäre herkömmliche Aktenvernichtung, wie die meisten von Ihnen das kennen. Wenn Sie bei sich mal in die Faktura gucken und überlegen, was Sie gerade für die Aktenvernichtung bezahlen, würde ich an Ihrer Stelle höchstwahrscheinlich so 20 bis 25, teilweise je nachdem, wie Sie gerade im Schutzbedarf fahren, aufschlagen. Das heißt, Sie liegen für einen 240-Liter-Behälter, das ist so, wie Sie das kennen, Ihre Hausmülltonne, das ist so die Größe, Minimum ungefähr bei 50 Euro pro Behälter. Okay. Da gibt es eine zweite Frage, die heißt, anhand welcher Parameter legt man das denn den eigenen Schutzbedarf fest? Ja, das ist ja, wie ich das gerade angedeutet habe, ist das ja tatsächlich ein bisschen tricky, weil es nichts gibt, wo man es nachlesen kann. Das heißt, man muss sich immer selber im Unternehmen die Frage stellen, was für Daten produziere ich und welchen möglicherweise persönlichen, im Sinne des Betroffenen oder unternehmerischen Schaden hat das Ganze, wenn die Information in die Hände fremder Dritter gehört. Immer mehr Unternehmen erkennen den Wert von Daten und sagen ganz klar, okay, wir setzen bei einem hohen Schutzbedarf an, ob das beispielsweise Forschung und Entwicklung ist, produzierendes Gewerbe oder ob es natürlich ganz klar Branchen sind, die, wie auch angedeutet, dem Berufsgeheimnis unterliegen. Egal, das hat jetzt nichts mit Reiswolf zu tun, aber wenn Sie da in Kontakt gehen mit Ihren Dienstleistern, wird man sie da beraten. Das heißt, man muss fragen, wo fallen die Daten an, welche Arten von Daten an, sind es besondere personenbezogene Daten und wie bewerten Sie das Risiko, Ihr eigenes Risiko und den unternehmerischen Schaden, wenn was passiert. Das heißt, welchen Dienstleister auch immer Sie fragen, da arbeitet ja Fachpersonal. Ich glaube, dass es da sehr angeraten ist, sich in diesem Sinne beratend auch zu lassen und zu überlegen, gemeinsam mit Ihrem Dienstleister, wo muss die Reise hingehen, um im Sinne des Datenschutzes konform zu arbeiten? Okay, vielen Dank. Im Augenblick sehe ich keine weiteren Fragen. Vielen Dank an Sie, Frau Klaassen. Ich würde jetzt weitermachen mit unserem zweiten Vortrag. Zwischendurch vielleicht nochmal den Hinweis, es gibt die ersten Ideen, was denn ein Ackerschnacker sein könnte. Also, spannendes Thema. Unser zweiter Vortrag heute hat den Titel Löschen, bevor es brennt. Vorbeugender Brandschutz für die Recyclingbetriebe. Da muss man natürlich sagen, Recyclingbetriebe oder Recycling im Allgemeinen ist ja ein sehr weitläufiger Begriff. Wir haben uns hier mal ein paar Beispiele rausgesucht. Unser Referent ist mein Kollege Dennis Sauerwald. Herr Sauerwald ist bei uns im Haus Business Development Manager und ist verantwortlich für die Eroberung neuer Geschäftsfelder, unter anderem natürlich auch für die Recyclingbranche. Dennis, die Bühne ist deine. Ja, herzlich willkommen von meiner Seite. Vielen Dank für die nette Anmoderation, Matthias. Dein gesuchter Begriff ist mir auf jeden Fall nicht bekannt, kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, Teil der Webinarserie zu sein und auch den Abschluss heute machen zu können. Was ich heute mit Ihnen vorhabe, ich würde gerne über das Thema Anwendung von unseren Brandschutzlösungen im Bereich Recycling sprechen. Genau, die kurze Vorstellung hat ja der Herr Fischer schon übernommen, deshalb würde ich dann direkt einsteigen bei Funken als Brandursache. Ich würde was zum Funktionsprinzip der Funkenlöschanlage kurz vorstellen. Habe Anwendung von Funkenlöschanlagen im Bereich Recycling dabei und auch ein paar umgesetzte Erfolgsgeschichten im Bereich Recycling. So, zur ersten Fragestellung, warum sind Funkenlöschanlagen so wichtig? Um diese Frage zu beantworten, habe ich ein paar Zahlen mitgebracht. Die stammen vom Institut für Arbeitsschutz und dem GDV, also dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft.
Und fangen wir mal damit an, wie hoch ist die Gefahr? Und um eine Sache zu verdeutlichen, Brände, ein Riesenthema in deutschen Industrieunternehmen. Alle 5 Minuten bricht in deutschen Unternehmen ein Brand aus. Die Schadenssumme beträgt ca. 2 Milliarden Euro im Jahr. Und was man da aber noch gar nicht einkalkuliert hat, sind die daraus resultierenden Folgeschäden, wie zum Beispiel Image-Schaden, Kundenverlust, Produktionsausfall und dementsprechend auch keine Liefertreue zu haben. Die sind also weitaus höher noch als der tatsächliche Schaden selbst. Und Glimm- und Schwelbrände sind ganz häufig Ursprung dieser Brände. Um es in Zahlen auszudrücken, machen die ungefähr 30% aller Brandschäden aus. Also ein sehr, sehr großer Anteil sind wirklich auf Funken und Glimmnester zurückzuführen. Schaut man sich da jetzt mal an, in welchen Branchen oder mit welchen Materialien dort eigentlich diese Brände auftreten, kann man sagen, dass es durch die Bank potenzielle Brände gibt. Die höchste Wahrscheinlichkeit liegt noch im Bereich Holz- und Lebensmittelindustrie, aber auch in der Metallverarbeitung, Kunststoffverarbeitung, Kohleproduktion, Papierverarbeitung. Dort kann es überall zu Bränden kommen. Betrachtet man dann die Anlagen, in denen diese Brände auftreten, ist es ähnlich zu sehen. Also mit einem kleinen Abstand sind da die Silo-Bunkeranlagen und Filter- und Absaugung vorne zu nennen, aber auch in Trocknern, Fredderanlagen, die in der Recyclingindustrie eine wichtige Rolle spielen, Siebanlagen, Transportsystemen, Schleifmaschinen, kann es überall zu solchen Brandereignissen kommen. Schaut man sich nun an, was mit den Unternehmen passiert, die so einen Großbrand hinter sich haben, kann man festhalten, dass fast die Hälfte dieser Betriebe, die so ein Großschadensereignis hatte, den Betrieb gar nicht mehr aufgenommen hat. 15% haben Bonität eingebüßt, 17% konnten keine Bilanzrechnung vorlegen und eigentlich ist ein Viertel dieser Unternehmen nach so einem Großschaden, hat diesen Brand eigentlich nur überstanden. Und da probieren wir anzusetzen, dass wir Brände also so früh wie möglich erkennen und löschen, dass es erst gar nicht zu einem Brandereignis einer solchen Art kommen kann. Also mit unseren Funkenlöschanlagen, sieht man hier auf diesem Zeitstrahl ganz gut, setzen wir vor einem Brand an, löschen Funken, Glimmnester ab, sodass es erst gar nicht zu so einem Ereignis kommen kann. Mit unseren Maschinenbrandschutzsystemen setzen wir ein bisschen später an. Dort probieren wir oder sind wir im Entstehungsbrand vor Ort, sodass es auch gar nicht erst zu einem großen Ereignis kommen kann. Gehen wir gleich noch ins Detail, was ich damit meine und welche Anwendungen es dort auch im Bereich Recycling gibt. Das Grundprinzip unserer Funkenlöschanlage sieht folgendermaßen aus. Hier beispielsweise in einer Absauganlage eingerichtet. Man sieht hier zwei Funkenmelder, die sich gegenüberliegend im Rohr befinden und den Förderstrom überwachen. Kommt es dort zu Funken oder heißen Teilen, Glimmnestern, die dort vorbeifliegen, wird ein Alarm in unsere Zentrale geschickt. Innerhalb von Millisekunden wird eine Löschautomatik angesteuert und ein Wassernebel löscht diese Zündinitiale ab, bevor überhaupt ein Schaden entstehen kann. In diesem Schaubild auch noch schön dargestellt, aus welchen Komponenten so eine Funkenlöschanlage zusammenstellen lässt. Also das ist einmal die Erkennung, Löschung, Zentrale und hier hinten haben wir auch noch die Wasserversorgung abgebildet, Vorlaufbehälter, Druckerhöhungsanlage. Genau, gerade in dem Beispiel kurz dargestellt war eine Absauganlage, dort ganz klassisch unser Funkenmelder eingebaut, aber man hat es ja mit den unterschiedlichsten Risiken zu tun, gerade auch im Bereich Recycling und dementsprechend verwenden wir die unterschiedlichsten Melder, immer den passenden Melder für das jeweilige Risiko. Also hier oben in dem Schaubild sieht man, dort sind oben links zum Beispiel unsere Funkenmelder aufgeführt, der eine für dunkle Bereiche, der andere, wo Tageslicht zum Beispiel auch eine Rolle spielen könnte. Hohe Temperaturen, dort haben wir einen Funkenmelder, der mit Lichtleitern ausgestattet ist, um auch hohe Umgebungstemperaturen standzuhalten. Wir haben Thermomelder, um Temperaturveränderungen zum Beispiel an Lagern oder an Motoren zu monitoren und
Alarm zu schlagen, bevor zum Beispiel durch so ein Lager oder Motor ein Brand entstehen könnte. Was tut man nun, wenn Funken oder auch heiße Teile erkannt wurden? Also die klassische Anwendung ist mit Sicherheit das Löschen mit Wasser, also die Ansteuerung der Löschautomatik. Das ist schnell, das ist günstig, das ist unterbrechungsfrei. Man kann auch vorhandene Möglichkeiten nutzen, sodass man zum Beispiel die Anlage stoppt, umschaltet, reversiert oder auch, wenn man andere Löschmedien zur Hand hat, die man sowieso im Produktionsprozess verwendet, wie zum Beispiel Dampf, kann man das auch sehr gut nutzen. Man kann mechanisch ausschleusen oder absperren, also zum Beispiel mit einer Rohrweiche arbeiten, sodass man den Förderstrom über eine kurze Zeit umleitet und wenn die Gefahr vorüber ist, sozusagen wieder umschaltet in den normalen Produktionsbetrieb. Also je nach Anwendung haben wir da die verschiedensten Gegenmaßnahmen auch. Es ist nicht immer mit der Löschung mit Wasser dort getan. Sprechen wir über die Anwendung von Funkenlöschanlagen im Bereich Recycling. Dazu habe ich Ihnen mal ein schematisches Flowsheet einer Recyclinganlage mitgebracht. Links fangen wir an mit einem Lagerplatz, dann haben wir dort eine Schredderanlage, Vorabscheider oder Zyklon. Hier ist eine Filteranlage verbaut, unten ist ein Transportband. Es kommt zu einer Siebanlage und dort wird dann das Material wieder irgendwo gelagert. Und dort haben wir schematisch einmal aufgeführt, wo wir mit unseren Brandschutzlösungen ansetzen können. Zum einen am Lagerplatz selber kann man mit Flammenmeldern arbeiten, um dort einen Flammenausbruch zum Beispiel zu überwachen. Die Transportleitungen können mit Funkenlöschanlagen überwacht werden. Der Schredder selbst ist auch eine Anwendung, die wir immer häufiger umsetzen. Gehen wir vielleicht auch noch ins Detail. Zyklon- und Filteranlage und das Transportband selbst können wir auch überwachen. Schauen wir uns die Anwendung mal im Detail an. Wie gesagt, eine Anwendung, die wir schon mehrere tausend Mal umgesetzt haben, ist die Sicherung einer Absauganlage. Dort werden Funkenmelder in dieser Absaugung eingebracht. Kommt es halt zu Funken oder Glimmnestern, werden diese automatisch abgelöscht. Die Gefahr in der Absaugung liegt darin, dass Funken oder Glimmnester in nachgelagerte Anlagen gelangen können, also beispielsweise in die Filteranlage oder auch in die Siloanlage und dort halt zu verheerenden Bränden führen können. Das lässt sich damit vermeiden. Die Filteranlage selbst ist auch eine Anlage, die wir sehr häufig sichern, also dort auch ähnlich wie bei der Absaugung. Die Absaugung zur Filteranlage wird gesichert mit Funkenmeldern und der Löschautomatik. Und der Filter selbst wird ebenfalls mit Thermomeldern überwacht, sodass dort ein Temperaturanstieg gemonitort werden kann und gegebenenfalls auch Gegenmaßnahmen eingeleitet werden können. Die Reinluftseite, auch immer ein wichtiger Indikator hinsichtlich Bränden. Also dort arbeiten wir mit Tageslichtmeldern, bewachen die Reinluftseite und kommt es dort zu Funk- oder Glimmnestern, kann man auch davon ausgehen, dass in der Filteranlage etwas nicht stimmt und dort eine Gegenmaßnahme eingeleitet werden muss. Die Gefahren der Filteranlage ganz klar liegen darin, dass die abgeschiedenen Feststoffe halt eine Brandlast darstellen und vor allen Dingen in dieser Filteranlage auch ein sehr gefährliches Luft-Materialgemisch vorliegen und diese Stäube entzünden sich halt sehr schnell und besonders durch Funken oder Glimmnester kann es dort wirklich zu verheerenden Bränden kommen. Eine Anwendung, die besonders häufig im Bereich Recycling vorkommt, ist die Schredderanlage. Dort besteht Brandgefahr, vor allen Dingen durch Materialanhäufung, Reibung, aber auch Fremdkörper, die dort in die Schredderanlage eingebracht werden und dort dazu Bränden führen können. Unser Schutzkonzept sieht vor, dass wir zum einen den Schredder selbst mit einem Flammenmelder überwachen, im Schredder den Austrag besonders mit einem Funkenmelder ausstatten, sodass wir dort halt eingreifen können, sodass nicht in eine nachgelagerte Anlage diese Zündinitiale gefördert werden können. Gelöscht wird mit der Löschautomatik zum einen im Schredder selbst und dann aber auch im Schredderaustrag bzw. in der Förderanlage zur nächstgelagerten Anlage. Das Förderband selbst ist ein Schutzkonzept, was wir auch sehr häufig im Bereich Recycling umsetzen.
hier sehen wir, oder die Gefahren sind hier ähnlich zu betrachten wie auch in der Absaugung, sodass man dort halt Materialien von A nach B transportiert und dementsprechend auch Zündinitiale in andere Anlagen einbringen kann. Die Gefahr hier ergänzend dazu ist auch noch, dass man zum Beispiel Lagerschäden haben könnte und diese auch für zündinitiale Sorgen und Gefahren für die nachgelagerten Anlagen darstellen. Wir überwachen in dem Fall die Lager oder auch die Motoren mit Thermomeldern, sodass wir dort einen Temperaturanstieg, beispielsweise wenn es sich dort um einen Lagerschaden handelt, überwachen können und das Förderband ablöschen können. Ergänzend dazu auch der Übergabepunkt ist immer sehr interessant zu überwachen. Dort haben wir zum Beispiel hier einen Funkenmelder angebracht, der gerade im Bereich dieses aufgelockerten Materials sehr gut Zündinitiale erkennen kann und Gegenmaßnahmen einleiten können. Schauen wir uns nun zwei Beispiele an, wie wir im Bereich Recycling unsere Anwendung umgesetzt haben und schauen uns das Schutzkonzept mal an. Fangen wir an mit der Firma Hydro Aluminium Recycling. Das ist ein Unternehmen mit zahlreichen Standorten in Europa. Ich glaube mittlerweile weit über 20 Standorte in Europa. Wir sprechen jetzt hier über den Standort in Dormagen im Rheinland. Dort werden jährlich 36.000 Tonnen Aluminiumschrott recycelt und zu Sekundärrohstoff verarbeitet. Läuft hauptsächlich über eine Schredderanlage, die Verarbeitung und die Brandrisiken liegen ganz klar darin, dass dort Materialien geschreddert werden, Fremdkörper dazwischen sind, Hitze entsteht und dementsprechend Brandrisiken vorliegen. Es kam auch dort zu mehreren Bränden in der Vergangenheit, seitdem, toi toi toi, ist aber Ruhe dort. Unser Schutzkonzept sieht dort vor, dass wir zum einen die Schredderanlage sichern, zum anderen aber auch die Absauganlagen umgesetzt haben oder das Schutzkonzept in den Absauganlagen umgesetzt haben. Alles kombiniert mit einer automatischen Löscheinrichtung. Mittlerweile sind dort auch 9 Bereiche überwacht, also die Anlage ist schrittweise immer größer geworden und der Kunde ist damit sehr zufrieden, also hat dort auch ein paar schöne Aussagen gegeben, wie zum Beispiel, dass Sicherheit dort die höchste Priorität hat und durch die Funkenlöschanlage und die Aufzeichnung dadurch hat Hydro mittlerweile auch die Sicherheit, dass keine Funken mehr zum Beispiel in die Filteranlage gelangen und man wird sich dort auf jeden Fall für den Schritt immer wieder entscheiden. Also diese Sicherheit ist dem Unternehmen auf jeden Fall auch etwas wert. Ein weiteres Beispiel, auch aus dem Bereich Metallrecycling, ist die Firma SJM, also Siegfried Jakob Metall Recycling, sitzen auch in derselben Region, auch in NRW, in Ennepetal, haben aber auch weitere Standorte, die wir auch mittlerweile mit Funkenlöschanlagen oder mit Brandschutzsystemen ausgestattet haben. Anders als bei der Firma Hydro handelt es hierbei nicht um eine Schredderanlage, die gesichert wird, sondern hier ist es eine Pyrometallurgie, also das heißt, Metalle werden hier eingeschmolzen und dann weiterverarbeitet. Und dadurch entstehen sehr hohe Temperaturen. Es gibt eine Filteranlage, die auch, also eine Absaugung, die zu einer Filteranlage führt. Und dort kam es auch zu verschiedenen Bränden. Wir haben dort den Bereich zwischen dem Vorabscheider und der Filteranlage gesichert, sodass es halt nicht in dieser Filteranlage zu einem Brand kommen kann. Dadurch, dass dort sehr hohe Temperaturen vorherrschen, haben wir dort den Funkenmelder mit unseren Lichtleitern ausgestattet, der funktioniert auch noch bis zu Bereichen von über 300 Grad. Gekoppelt ist das Ganze mit einer automatischen Löschautomatik, sodass es also zu keinem Brand in dieser Filteranlage kommen kann. Der Kunde ist dort auch sehr zufrieden und ist besonders überzeugt von dem sicheren Gefühl, dass keine Funken mehr in die Filteranlage gelangen und die Produktion nahtlos weitergehen kann und es nicht zu Bränden kommen kann. Zusammengefasst kann man sagen, dass Brandschutzlösungen Brandrisiken reduzieren und Brände und Explosionen präventiv vor allen Dingen vermieden werden, also es gar nicht erst zu einem Schadensereignis kommen kann. Es handelt sich dabei um ein zuverlässiges Frühwarnsystem,
Ja, wir haben ein breites Anwendungswissen, also seit mehr als 40 Jahren setzen wir jetzt schon Brandschutzlösungen um in den unterschiedlichen Branchen. 100.000 Installationen weltweit wurden umgesetzt und Fagus Tricom bietet auch das Rundum-Sorglos-Paket, das von der Sicherheitsanalyse anfängt und wirklich bis zur Komplettmontage geht, wo es also auch um Elektroarbeiten und also Verkabelung, Wasserversorgung und so weiter umfasst. Genau, das zu meiner Präsentation. Ich bin sehr auf Ihre Fragen gespannt und freue mich auf den Austausch. Ja, vielen Dank, Dennis. Es gibt Fragen. Fangen wir mit der ersten an. Sehr interessante Frage. Wie setzt Grecon bei der Konzeption des Schutzes die für den Betreiber entstehenden Kosten ins Verhältnis zum Wertschutz? Kannst du die Frage noch einmal wiederholen? Also jetzt sehe ich es auch. Wie setzt Grecon bei der Konzeption des Schutzes die? Also die Frage war, wie setzt Grecon bei der Konzeption des Schutzes, also wie wird der Umfang definiert oder anders gesagt, setzt man den Umfang des Schutzkonzeptes ins Verhältnis zu dem Wert, den die Anlage dann schützt? Ist schwierig. Also ich würde, also auf jeden Fall ist das natürlich immer eine spezifische Brandschutzlösung, die wir dort anbieten, die sich auch auf die Gegebenheiten vor Ort anzupassen hat, klar. Aber ansonsten ist natürlich das Thema Sicherheit immer in den Vordergrund zu rücken und ein wichtiger Faktor. Also grundsätzlich kann man aber sagen, dass wir dort schon natürlich die entstehenden Kosten ins Verhältnis zur Anlage setzen müssen, ganz klar. Ist ja auch immer die Frage, wenn ich da vielleicht noch eine Anmerkung mir erlauben darf. Gibt es Ereignisse? Also wenn es Ereignisse gibt und wir können ein Brandereignis verhindern, dann ist die Sache natürlich ganz anders zu bewerten, als wenn ich eine Situation habe, wo ein Kunde, sagen wir mal so, wegen des guten Gefühls dort eine Schutzeinrichtung hat und tatsächlich keine Ereignisse stattfinden. In den meisten Fällen ist es aber so, dass wir aufgerufen werden, solche Schutzkonzepte auszuarbeiten, wenn es da bereits Ereignisse gegeben hat. Und dann passen wir natürlich das dazugehörige Schutzsystem so an, dass es in der Lage ist, die Aufgaben auch vollumfänglich erfüllen zu können. Es gibt eine zweite Frage, sehr lang. Gibt es einen Mindestumfang, unter dem sich das Schutzkonzept nicht lohnt für den Kunden, da die Basiskosten für die Konzeption und Anlage zu hoch sind, oder geht es auch für die Absicherung eines einzelnen Schredders mit Auftrag? Also zu der Frage, ja, also Funkenmischanlagen reichen wirklich von kleinen Anlagen mit wirklich nur einem Bereich bis hin zu riesengroßen Schutzkonzepten. Also selbst solche Anlagen mit nur einem Schredder und einem Austrag setzen wir um. Also dort gibt es keinen Mindestumfang, würde ich sagen. Auch ein Bereich wird von uns gesichert. Das ist auch so tatsächlich, um ein Beispiel aus der Recyclingindustrie da vielleicht mal anzuführen. Wir haben einen Betrieb gesichert, der Altautos geschreddert hat, sehr großer Schredder mit unterschiedlichen Gefahrenpunkten. Also zum einen sind natürlich durch die massive Energie, die dort umgesetzt wurde im Schredderprozess, Überhitzungen möglich, die dann daran gehindert werden müssen, in das nachgeschaltete Filter zu gelangen. Es ist aber auch so, dass viele Fremdstoffe sozusagen abgefördert werden und diese Fremdstoffe dann im Filter zu einem Ereignis führen können. Also erst dort, nicht auf dem Transportweg dahin. Das heißt, es gibt unterschiedliche Schutzziele. Einmal sorge ich dafür, dass eine Entstaubungsanlage, dass dort nichts hinkommt, und einmal sorge ich dafür, dass in der Entstaubungsanlage beispielsweise durch exotherme Reaktionen entstehende Brände auch abgelöscht werden können. So, dann gibt es eine weitere Frage. Löschen, bevor es brennt. Ist da ein Flammenmelder das richtige Equipment? Wäre da nicht eine andere Lösung besser geeignet? Also auch interessante Fragestellung.
Ein Flammenmelder ist natürlich immer nur eine Ergänzung zu unserer Brandschutzlösung, die eigentlich auf Funkenmelder beruht und dementsprechend auch sehr schnell reagieren kann. Klar, ein Flammenmelder ist dort langsamer, aber zum Beispiel um Lagerplätze oder auch Anlagen selbst zu überwachen, auch ein gut funktionierendes Mittel, also was wir dort auch häufiger einsetzen, wenn zum Beispiel um Maschinenbrandschutz geht. Ja, dann die nächste Frage ist, wann setzen Sie Funkendetektion und wann Thermografie ein? Also Funkendetektion auf jeden Fall dort, wo es sehr schnell gehen muss, wo man aber auch zum Beispiel in dunklen Gegebenheiten, Absaugleitungen, Förderanlagen, dort auf jeden Fall Funkendetektion wesentlich schneller und Thermografie in den ergänzenden Bereichen, wie eben beschrieben, zum Beispiel bei einem Lagerplatz. Okay. Haben Sie schon, weitere Frage, haben Sie schon komplette Sortieranlagen in Recyclinganlagen gemischter Stoffe, in Klammern gelber Sack, mit Funkenerkennung und Löschung geschützt? Dieses sind ja sehr komplexe und umfangreiche Bereiche. Also dort haben wir solche Anlagen auch schon umgesetzt. Ich kenne dort auch ein Beispiel. Im Tönsmeier haben wir das auf jeden Fall umgesetzt. Sind komplex, gelber Sack mit Sicherheit auch schwieriger als jetzt Metallrecycling, weil es sehr viele verschiedene Materialien gibt und dementsprechend viele Brandrisiken vorliegen. Aber gibt es auch umgesetzte Schutzkonzepte zu. Dann eine weitere Frage. Sie haben einen neuen Funkenmelder vorgestellt. Welche Vorteile bietet der im Speziellen in Bezug auf die Anwendung in der Recyclingindustrie? Genau, ist eben wahrscheinlich ein bisschen untergegangen, als ich die einzelnen Melder dargestellt habe. Wir haben einen neuen Funkenmelder vom Typ BLD rausgebracht, vor ungefähr einem Jahr oder anderthalb Jahren. Der Melder hat die Vorteile, dass wir dort die Vorteile des Funkenmelders FM18 und die des damaligen DLDs sozusagen kombiniert haben, also zwei Melder in einem, und der ist besonders im Bereich Recycling sehr interessant, weil er Tageslichtanwendungen möglich macht und so intelligent ist, dass er umschaltet je nach Umgebung. Also er erkennt zum Beispiel auch Tageslichteinfall und alarmiert dort nicht direkt oder löst keine Löschung aus. Also ein Melder, der zum Beispiel auch in Schredderanlagen oder ähnliches sehr häufig eingesetzt werden kann. Vielleicht als ergänzende Information, wenn man über Infrarotmelder spricht, die ja zu den schnellsten gehören, wie es eben aus der einen Frage auch schon hervorging, die es zurzeit gibt, dann ist es so, dass dort infrarotes Licht geprüft wird oder der Überwachungsbereich auf infrarotes Licht überprüft wird und Funken sind infrarotes Licht, glühende Teile sind infrarotes Licht, aber auch Tageslicht ist infrarotes Licht. Diese Dinge unterscheiden sich durch die Wellenlänge des infraroten Lichtes. Insofern gibt es da halt Detektoren, die sowohl in dem einen als auch in dem anderen Bereich arbeiten. Wir haben noch eine weitere Frage. Wie groß muss der Abstand zwischen einer Erkennung und einer Löschung sein und gibt es da auch Lösungen für kurze Rohrleitungen? Also die zweite Frage, oder fangen wir mit der ersten an. Der Abstand zwischen Erkennung und Löschung benötigt eine gewisse Wegstrecke. Das ist erstens abhängig von der Fördergeschwindigkeit, aber auch vom Rohrdurchmesser. Grundsätzlich kann man halt sagen, dass wir ungefähr 300 Millisekunden zwischen der Erkennung und der Löschung benötigen und dementsprechend muss der Abstand ausgerichtet sein, also abhängig natürlich von der Fördergeschwindigkeit. Es gibt aber auch Lösungen für sehr kurze Rohrleitungen. Diese Herausforderung hatten wir in der Vergangenheit häufiger und dementsprechend haben wir da eine Lösung gefunden, nämlich eine sogenannte UHS-Löschung, Ultra-High-Speed-Löschung. Damit kann man diese Wegstrecke um Faktor 3 reduzieren, also von 300 Millisekunden brauchen wir jetzt nur noch 100 Millisekunden und können für kurze Rohrleitungen oder kurze Wegstrecken diese Lösung anbieten.
Okay, dann noch eine weitere Frage. Ist ja sensationell heute. Das muss tatsächlich, ich glaube, das kann eigentlich nur an meinem Ackerschnacker liegen. Worin liegt der größte Vorteil von Funkenlöschanlagen in Recyclingbetrieben? Also aus meiner Sicht ist es natürlich die Produktionsverfügbarkeit erhalten zu können. Das heißt, dass es nie zu einem Produktionsausfall aufgrund von Funkenflug, von Bränden in einer Filteranlage oder Ähnliches kommen kann und dementsprechend weiter produziert werden kann. Das ist aus meiner Sicht der größte Vorteil, der natürlich dann auch bedingt, dass es zu keinen Sachschäden, Personenschäden und Ähnliches kommen kann, die natürlich auch sehr wichtig sind, klar. Okay, vielen Dank, Dennis, und auch vielen Dank nochmal an Frau Klaassen. Es waren aus meiner Sicht wieder zwei interessante Vorträge. Wir sind jetzt am Ende des heutigen Tages und auch am Ende der Webinarreihe angekommen. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Auch nochmal Dank an die Referenten von letzter Woche, Herrn Linde und Herrn Muckenhuber und Herrn von Hund und Nils Vespermann. Erlauben Sie mir noch einige Hinweise auf kommende Veranstaltungen. Wir werden das eigentlich für 2020 geplante 12. Grecon-Brandschutz-Symposium, das mussten wir 2020 verschieben und wir mussten es auch dieses Jahr verschieben. Das werden wir jetzt abhalten am 30. März und bis zum 1. April 2022. Der eine oder andere kennt dieses Symposium schon. Sie müssen sich das so vorstellen, dass wir 2 Tage Fachthemen behandeln. Also es startet mit einem Networking-Abend. Es wird tatsächlich eine Präsenzveranstaltung sein. Also wir treffen uns abends im Enhau Hotel in Berlin. Ein sehr schön gelegenes Hotel. Ich glaube, wir sehen gleich noch ein paar Bilder. Direkt an der Eastside Galerie an der Spree in Berlin gelegen. Wir treffen uns an dem Abend vorher. Wir werden dann am ersten Tag interessante Beiträge zum Thema Brandschutz erleben und am zweiten Tag auch interessante Beiträge zum Thema Explosionsschutz und auch eine Betrachtung beider Themen, also Brand- und Explosionsschutz zum Thema Recht, also wie sieht die juristische Situation dieser beiden Themen aus, in welcher Verantwortung stehen Sie als Betreiber und so weiter. Dort sehen Sie jetzt einige Bilder vom Hotel in Berlin. Wie gesagt, direkt an der Spree gelegen. Wir waren schon einmal im Rahmen einer anderen Veranstaltung dort. Ist sehr schön. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Es wird dann auch kurzfristig die Möglichkeit bestehen, sich zu diesem Event anzumelden. Wir werden Sie informieren. Ja, letzte Worte. Vielen Dank nochmal, dass Sie teilgenommen haben. Bitte bleiben Sie noch in dem Programm. Wir werden Sie noch einmal weiterleiten zu der angekündigten Umfrage. Verpassen Sie nicht die weiteren Veranstaltungen, die wir anbieten werden. Informationen finden Sie auch unter www.fagus-grecon.com und auf unseren sozialen Medienseiten, LinkedIn, Xing, Facebook und anderen. Ja, und jetzt bleibt eigentlich nur noch die Frage zu klären, wie war denn das mit dem Ackerschnacker und mit dem Lämmerhüppen? Also beide Begriffe finden Sie bei Wikipedia. Es gibt alle 2 Jahre in Norddeutschland die Ehrung des plattdeutschen Wortes des Jahres. Das eine, also der Ackerschnacker, ist 2005 das plattdeutsche Wort des Jahres gewesen und Lämmerhüppen 2007 oder umgekehrt, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau. Auf jeden Fall ist ein Ackerschnacker ein Handy. Es hat auch ein paar interessante Hinweise gegeben zu Funkgeräten und Ähnlichem, aber mit einem Ackerschnacker bezeichnet man ein Mobiltelefon.
Und Lämmerhüppen, das ist, wenn die jungen Damen in einer Diskothek auf der Tanzfläche tanzen. Und die Frage oder die Antwort auf die Frage ist dann, wenn also beim Lämmerhüppen der Ackerschnacker aus der Tasche fällt, dann ist das, wenn einer jungen Dame beim Tanzen das Handy aus der Tasche fällt. Also wen es interessiert, der kann es gerne bei Wikipedia nachlesen. Ich sage und wir als Team sagen für heute auf Wiedersehen. Wir hoffen, Sie auch bald wieder begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund. Tschüss.